Dorlauf der letzten Jahre. Fünfmal hier gewonnen, zweifacher Weltmeister in dieser Disziplin. Dreimal Gold in Schladming geholt. Stürzel auf Marcel Hirscher. Aufholen und vielleicht sogar die runde Linie. Ein Pick schaut aus. Bester Sieg und die Zieltribüne hier. Jetzt geht's hier richtig zu. 20 Sekunden auf Max Olsen. Eine super Fahrt heute. Took no time proving that there was still some winning left in him. Both the World Cup overall and Super G slalom titles for the second year in a row in March of 2003. Stephan dominated the 2005-2000 season. Two skiers before him, showing his natural talent and reflexes have only improved with experience. Chance to provide an Austrian sweep with a good turn here. And you want to put that move down here. He's really straightening up the line. Oh, gorgeous on the flush to the finish line, Raich. And he's got the goal. Second of the games for Benjamin Raich. Find a way to lift him up. Didn't come off his skis yet. I don't think Benny even saw a climb right away. He didn't know he'd blow. Konzentrieren kann. Jetzt kommt seine Partie. Diese langgezogenen Kurven, die hat er gefahren wie kein anderer im Training. Und der St. Peter Schuss und dann die letzte Konzentration auf die 1. Sehr schnell. Bode Müllers Zielsprung und die 1:56:22. To beat all slalom runs. To really set the competition alight. Last season was a season where Tomba won no World Cup Crystal Globes, but Sierra Nevada will be remembered as Tomba's tournament. 1.35 seconds ahead, Baker was demolished by Alberto. Of course, there was. È un'aggressione continua, un'ultima istanza. Attenzione a Timmy che credo sia molto buono, eh. In alto sciato pure perché prende la gomma, il primo, alla grande, 1.59, 63.
Schneller als gestern. Könnte also seinen gestrigen Streckenrekord noch einmal unterbieten. Drin hat bereits Vorsprung. Und diesmal Girardelli wird, wenn das Ziel ist, jetzt schafft, heute auch wie jetzt schon. Schauen Sie sich an, Marc Girardelli. Eine hervorragende Zeit. 2,40 Vorsprung. 2,40 Vorsprung. 2,25,76. Das ist der Sieger vom Lauberhorn heute. Thank you.